Hallo und herzlich willkommen zurück bei A Story About My Uncle, wo wir den vermeintlich dritten Kristall hier für den Grapplehook kriegen. Ja, ganz recht, ganz recht. Und wir sollen uns auf den gefährlichen Weg machen, unseren Fred zu finden. Oder deren Fred oder wie auch immer. Das werden wir natürlich machen, ne, mein Guder. Mal gucken, ob wir die Maddie irgendwo finden auf dem Weg. Zwischendurch. I felt a little uneasy about moving on into the chasms. Richtig. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Ja, ja. Ich habe mir eher so gedacht, wenn der Fred da irgendwie verschollen gegangen ist oder so, dann sollten wir uns vielleicht auch nicht dahin wagen. Aber okay. Von mir aus auch. Von mir aus kann er auch mit der Maddie argumentieren. Da irgendwie so. Und mal probieren, wa? Vor allem jetzt mit unserem dritten Jump, das jetzt irgendwie funktioniert. So nicht. Ich donner eben immer gegen die Felsen, ne? Das ist das Problem. Das ist ein bisschen das Blöde. Vielleicht nur so ein bisschen, ja? Nur mal so. Kurz angrabbeln und dann wieder loslassen. Ja. Irgendwie so. Es wird. Merkt ihr das? Läuft. So, und jetzt irgendwie nach da und dann weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall einen Checkpoint gekriegt. Das ist ganz gut. Das ist sehr, sehr gut. Das mag ich sehr gern. Ich da so, ja. Und dann nach da. Sobald es leuchtet, jawohl. Muss ich mal besser drauf achten, ne? Hier erst, wenn das so leuchtet, so eben. Dann erst grabbeln und dann auch gedrückt halten, möglichst. Einfacher gesagt als getan. Ah, so. Boah, das grabbeln wir uns hier erstmal. Jawohl. Und hüpf. So. Und dann. Eigentlich ist das easy, oder? Mal so. Ja. Das läuft. So, und wie können wir das hier machen? Zack, 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 und dann sind wir da, wa? Ja. Hüpf. Und grab. Grab. Und grab. Ja, muss echt rechtzeitig loslassen, dann zieht es einen noch so ein bisschen in die Richtung. Ja. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht mit diesen Toren. Das hat mich wieder etwas gelehrt, wie man sich zu bewegen hat. Na, mal gucken. So, das ist ein Checkpoint und hier biebt doch wieder was. Hier. Ja. Nehmen wir mit. Haben wir jetzt inzwischen Sammelobjekte 2 von 5? Ach so. Ich wollte gerade sagen, wir müssen auch schon 4 Stück oder so haben, aber das war vielleicht dann im letzten Abschnitt. Die Anzeige, die wir da das letzte Mal gesehen haben oder das vorletzte Mal. Naja, gut von mir aus. Haben wir eben nur 2 gefunden bisher in diesem Abschnitt. So, dahin und dann mit diesen Steinen hier weiter nach irgendwo. Egal, wir haben auf jeden Fall einen Checkpoint gekriegt, wie es aussieht. Von daher probieren wir es einfach mal. Upsi. Ja, und komm schon. So, ja, sehr gut. Ah, nach da müssen wir. Und loslassen. Oh, es langt nicht. Mist. Okay, vielleicht doch noch nicht loslassen. Hüpsi. Und grab. Oh, das reicht nicht. Oh, den kann ich noch gerade ebenso. Komm schon. Trag uns weiter. Ja, so. Und grab. Jawohl. Und schön früh, nicht zu früh, aber früh loslassen. Nicht gegen zu donnern. And headed for the ominous shadows of the chasms. Ach so. Nächster Abschnitt. Haben wir jetzt echt nur 2 Objekte gefunden? As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink. And although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well? Or was it something else? Der Monster-Zombie-Fred, der hier rumgeistert oder so. Ja, es ist saudunkel. Es ist wirklich pechschwarz. Ich hab's doch schon ein bisschen heller gedreht, aber es ist wirklich schwarz.
Hinterher werde ich das für euch wahrscheinlich noch ein bisschen heller gedreht haben, aber gut, ich sag mal so, ne? Was schwarz ist, das bleibt auch schwarz. Da kann man hinterher nichts mehr dran drehen, das ist klar. Komm erst hier essen. Das ist bestimmt besonders wertvoll, besonders vitaminreich. Vitamin P für Pilz. Okay. Was hat es denn mit diesen Symbolen da auf sich? Sind die nur zur Orientierung oder kann man da irgendwie hoch? Würde ich eigentlich schon gern wissen, ne? Ja, mal so. Was passiert denn hier? Nix. Ne, da falle ich runter. Keine Ahnung. Das sieht wirklich so aus, als wären da Pfeile nach... da. Dass man da irgendwas ergattern kann oder so, aber... schien mir jetzt so, als ob da nur Wand ist oder Decke in dem Fall. Nun gut. Okay. Ja. Ich erstmal nach da. Ach da, da sind noch Nüpselpunkte. Einmal Nüps. Und vielleicht da, 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 doch da, doch da, da. Mist. Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden. Noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Und erstmal nach da. Ja. Na, einmal Jump. Passt. Wieder eins, zwei, drei und nach da irgendwie. Psi. Und Ypsi. Und Ypsi. Jawohl. Nein, 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 zu früh. Ah, ich bin irgendwie wogegen gedonnert. Mist, Mist, Mist. Und so. Jawohl. Gut. So, was ist denn hier wieder mit diesem Symbol? Das haben wir schon mal gesehen. Warum ist das so? Bevor wir da weitergehen, gucke ich mal hier eben. Guck mal, da ist doch etwas. Da ist doch etwas. Aber was? Aha. Okay. Was hat es denn damit auf sich? Irgendwas machen? Ach was. Ach was. Ha. Wir können es leuchten lassen. So, so. Einfach so, oder tut es ja nichts. Aber das hier habe ich eben irgendwie, ja, zum Leuchten gebracht. Oder soll uns das nur lehren, dass wir irgendwie diese Pflanzen benutzen können, um uns ein bisschen Licht zu machen? Die hier jetzt nicht so, ne? Vielleicht. Mal gucken. Wie sieht denn zum Beispiel mit der aus? Nö. Da jetzt nicht so. Naja gut, die leuchtet eh schon so ein bisschen. In Ordnung. Werden wir ausprobieren. Na, hier ist doch eigentlich ganz schön. Hier ist doch eigentlich ganz okay. Da noch mehr Schriftzeichen. Ja, ich würde es ja gern entziffern können. Mal hier auch wieder Pfeile nach unten, aber... hier ist nichts, ne? Ich glaube Maddie? Nicht. Ah, na so ein Mist. Hi, I'm glad you came. Yeah. Sorry about back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know, won't ever do anything new. Nun ja. It feels better when Fred is around, but... I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays. But no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, "Don't move when the eye is open," I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. Ja, großartig. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. Klar, natürlich. You're not going to drop me, right? Okay, let's go. Madeline climbed up on my back. And with the suit on, I could barely feel the extra weight. Ach so. Na, dann ist ja gut.
Ja gut, vielleicht kann sie uns ja wirklich ein bisschen was erzählen. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich möchte mal wissen, was da hinten steht. Wie wäre es denn damit? Don't move if the eyes are open. Irgendwie sowas sinngemäß. Da könnte ich mir irgendwie denken, vielleicht, dass wir uns nur bewegen dürfen. Vielleicht in einem kommenden Abschnitt oder so, wenn. Wenn es dunkel ist oder so? Und das Licht nicht an ist? Keine Ahnung. Hier, ich möchte sie mal dazu befragen. Hm, war das nicht hier? Hier. Ja. Ich dachte, vielleicht sagt sie uns sowas dazu, aber. Nö. Ja, sehr hilfreich. Vielen Dank für nichts. Okay. Naja, mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch was, weißt du? Mal schauen. Könnte uns ja einfach mal so ein bisschen was erzählen, weißt du? Um die Zeit zu vertreiben, um die Angst zu vertreiben. In dieser, ich wollte gerade sagen, dunklen Höhle. Naja, geht so. Auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Das haben wir schon gelernt. Also gehört zumindest. Und können wir hier noch irgendwas machen? Sieht mir nicht so aus. Wir gehen mal hier weiter. Und upsie. The winding, narrow tunnels felt like they were closing in on me. They were oddly long and twisting, almost like someone or something had dug them out. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. So, müssen irgendwie da hoch. Ich sag mal so, ne, also die Höhlen, die sind schon sehr, sehr groß eigentlich, sehr großzügig. Es fühlt sich jetzt nicht gerade so an, als würde uns hier gleich die Decke auf den Kopf fallen. Naja, gut. Von mir aus. Wow. Oh, das ist gefährlich. Oh, das ist saugefährlich. Ja, da können wir ein bisschen Licht machen. Wenn wir noch mehr Licht machen, geht so. Mhm. Einmal so. Und wieder hoch. Und upsi. Jo. Jo, jo, jo. Ach, guck mal schön. Ich sehe nichts. Ach so, das war so nicht gedacht. Naja. Ich dachte, das muss so. Ich dachte, das gehört so. Ah, da ist ein Nüpsel gewesen. Ach, wir müssen weiter hoch, ne? Okay. Dumm, die dumm, die dumm. Alles klar, Maddie? Ne? Also, dass wir ein paar Mal sterben müssen, das wusstest du aber vorher. Hier da irgendwie? Da so? Ja, da. Wusstest genau, worauf du dich einlässt? Wahrscheinlich nicht. Hier, da kann sie uns auch bestimmt was zu erzählen. Farewell, old life. Let us start anew. Hm? The Strays were ordinary people living in the village long ago. They disagreed with the old traditions and left to form their own village. Or they were thrown out for misbehaving. The stories differ a bit. Okay. Ja, werden wir die hier noch treffen? Oder wie sieht's aus? Wir machen einmal Sprung. Und so. Ja, das war wieder zu viel. Das war wieder zu lang gehalten. Upsi. Einmal kurz. Das war zu kurz. Ah, geht so. Geht so. Und komm schon. Also wenn ich die ganzen Punkte hier treffen müsste mit dem Controller, ich glaube, da wäre es ja alles noch schlimmer. Ach, come on, echt. Ach ja. Ja, und ups. Und uah. Ja. Okay. Ich versuch's nochmal mit länger gedrückt halten. Aber nicht da! Doch noch nicht da. Das hat doch eben schon ganz gut funktioniert. Hier, guck mal so. Und so. Nicht zu lang, nicht zu lang. Hier dafür ein bisschen länger. Jetzt aber. Das gibt es doch nicht! Es sieht immer so aus, erstmal als würde es funktionieren und dann nee. Und dann nee. Das ist nämlich das Blöde. Komm, ich bleib einfach mal da, bis ich da ganz oben bin. So, jetzt aber wirklich.
Ist das irgendwie anders gedacht? Was? Okay. Müssen wir das irgendwie anders tun? Gleich irgendwie von hier dann direkt nach da unten grappeln? Nee, oder? Hier mal ganz... Nee, da bin ich dran gestoßen, ist klar. Das ist klar. Gleich von hier direkt nach da hinten, das wird nicht gehen. Es langt nicht. Also vielleicht... Ich halte mich hier mal fest, aber naja, klar, dann falle ich runter, das ist klar. Nee. Das war nicht aufgeladen, oder? Oh, es geht. Doch, doch, doch. Das passt schon. Und... Ups. Komm, 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 komm. Na, endlich, meine Fresse. War ja ganz einfach. Below us, everywhere in the cave. The further we got, the more I felt like what faint light existed down there was getting fainter. I was really glad that I wasn't alone. Ja, sehr hilfreich auf jeden Fall bisher. Hm, wahrscheinlich hier irgendwie so um die Ecke, war. Einmal, ah, hier, hier, wow, 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 wow. Oh, da habe ich einen verkackt. Da habe ich einen verschwendet. Das wird uns zum Verhängnis werden. Mhm. Das kann ich nämlich nicht mehr. Warum muss das denn beschränkt sein? Das ist auch doof, das ist auch doof. Das gefällt mir nicht. Einmal so. Und einmal. Jupp. Und. So. Ah, ja, ja. Ja, passt. Passt, 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 passt. Beware of what? Das werden wir gleich sehen. Die Pilze werden größer. Auf jeden Fall. Das können wir schon mal festhalten. So, jetzt hier irgendwie weiter. Ich hab was gehört. Ja. Hier, 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 hier. Ein Seismograph. Seismograph tief unten in der Erde. Ja, kann sein, kann sein. Das ist bestimmt Teil des, des Erdbeben-Frühwarnsystems hier, weißt du, von den Einwohnern. Oder für die Einwohner von Fred. Und Fred. Der hat das gemacht. Und was hat es mit diesen Steinen? Sehr hilfreich. I had never heard a creature sounding as terrifying, and I imagined it wouldn't be happy about visitors. Ja, ja, das kann sein. Einmal hier. Ah, und da. Und komm schon. Komm schon, komm schon, jawohl. Uah, nicht runter. Runter abprallen, nach unten abprallen. Da? Oder erstmal nach da oben. Das kann auch sein. Einmal so vielleicht. Ja, 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 ja. Passt. Passt, 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 passt. So, dann nach da. Ja. Ja, es könnte passen. Ja, easy. Das war jetzt nicht so schlimm. Hier dödelt wieder was rum. Da. Gut. Gut, 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 gut. So, Maddie, was sagst du? Was sagst du? Was war das denn bitte schön eben? Könntest du bitte mal dein schlaues Buch befragen? Was du da für Aufzeichnungen dazu hast? Ja. Mhm. Lal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 
Ohne das zusätzliche Licht. So, hier. Ja, und da. Da, 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 da. Bisschen korrigieren. Ja, no shit. Nein, alles gut. Ich glaube dir. Oh, warum kann ich da nicht? Guck mal, die Glühwürmchen wollen uns ein bisschen helfen. So, da ist ein Pünktchen. Ich glaube, da ist auch eine Plattform, oder? Mal ausprobieren. Okay. Oh, schaffe ich das? Nein, 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 nein. So nicht. So nicht. Na, das war blöd. Ich würde da gern erstmal Licht machen. Upsi. Andererseits, hier, guck mal. Wir stellen uns hier einfach mal hin. So, und dann können wir auch was sehen. Ah, ja. Ja, ah, okay, okay, okay. Es ist nützlicher als zuvor jedenfalls. Ah, okay. Oh, warte mal. Nochmal anmachen, anzünden. Ah, nach da. Ja, 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 ja. Gut. Leider halten die Pflanzen nicht allzu lang an. Ja, ja, es wird schnell wieder dunkel. Da ist eine Pflanze. Hier, 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 hier. Gut, ich... Ich nehme alles zurück, was ich über die Pflanzen gesagt habe. Es ist sehr nützlich, es ist sehr nützlich. Wir sind leider wieder hier. Egal. Einmal so. Und so. Aufladen. Just in case. Und upsi. Ja, 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 ja. Gut. Gut, 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 gut. Ist hier nicht irgendwo ein Checkpoint zwischendrin? So, einmal die. Und ja, gut, das geht ja an sich. Wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt wie ich eben, dann geht es ja. So. So. Sogar mit so einer schrägen Kurve, damit man nicht aus der Kurve fliegt, weißt du? Wenn man zu viel Speed drauf hat. Upsi. Genau. Na, nee, 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 nee. Nicht dahin ziehen und runterfallen. Das war jetzt nicht die Idee. Eigentlich. Fred has been with my people since the first villager was born. He helped us build the village, taught us how to speak, and helps us with everything. He taught me how to read and write as well. That's how I could learn to read the writing on the walls. Das ist gut. Das freut mich sehr. Die Frage ist, müssen wir darüber? Schon gedacht? Oder? Oder nicht? Dass wir die Pflanze da so anmachen können, spricht fast dafür. Da bin ich jetzt wieder da, wo ich eben war. Warte mal. Muss ich nochmal gucken. Tatsächlich. Ah, ist wieder da, wo wir eben waren. Mist. Okay. Das war nicht die Lösung. Ja. Besser einmal festhalten. Nee, dann nochmal. Also hier, genau. Dann hier rüber. Kein Problem. Und jetzt? Also nicht da jedenfalls. Ach, da. Da oben. Schaffen wir das so? Wir schaffen es nicht. Mist. Ah, shit. Shit, 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 shit. Wo sind wir denn wieder? Wir sind wieder hier vorne. Ah, Mist. Okay. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Hier fehlt mir so ein bisschen ein Checkpoint zwischendurch. Aber nun gut. Danke. Nee, nicht hier. Sondern... wo war das denn da? Upsi. So. Einfach mal festhalten. Es geht ja eigentlich ganz gut, wenn man irgendwo gegrappelt ist und dann einfach mal festhält, dann zieht es einen ja doch relativ zuverlässig in die Richtung und an die Stelle vor allem. So. Boom. Genau an die Position.
einmal Jump. Flupua. Und Moment. Wir sind gleich wieder an der Stelle angekommen. Hier. So, jetzt ist die Frage. Ich probiere es nochmal eben mit Jumpen und gucken. Ja, doch, das geht. Da komme ich hin, da komme ich hin. Gut, da haben wir einen Checkpoint. Sehr gut. Endlich. Und hüpf. 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 Und hüpf. Man kann sich dran gewöhnen. Da, 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 da ist was. Aber wo, aber wo, aber wo? Da unten. Da unten ist es. Das muss uns der Fred aber hinterher mal erklären, was diese Aufzeichnungen eigentlich für einen Sinn haben. Ob es wirklich die Mühe wert war, unser Leben aufs Spiel zu setzen und das von Maddie, diese Aufzeichnung zu finden. Oh, okay. Ein Augentier. Okay. Also. Also. Von wegen Don't Move und so, ne? I think I figured out what I that writing was going on about. Richtig. Maybe we shouldn't charge right out in front of that thing. Remember what it said. Don't move when the eye is open. Ja, 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 ja. Das ist tatsächlich mal hilfreich. So, wie sieht's aus, wenn wir uns jetzt einfach nicht bewegen? Passt das dann? Dann würde ich da mal hinjumpen. Wenn er gleich wegguckt. Genau. Sehr gut. Und hüpf. Und jetzt ist die Frage, wie lang können wir uns bewegen, bis er wieder anfängt? Lass mal probieren. Einmal so. Ja. Und stehen bleiben. Ist wahrscheinlich ein Auge, das genau nur darauf spezialisiert ist, Bewegung zu erkennen. So, da aber. Wir haben gerade einen Checkpoint gekriegt, das ist ganz gut. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Gut, dass wir einen Checkpoint gekriegt haben. So, einmal stehen bleiben. Da, da, ah, da vielleicht. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich ja. Ich frage mich so ein kleines bisschen, was passieren würde, wenn wir uns bewegen. Mhm. So, und hier. Jo. Gut, das passt. Ah, das passt. Da schnarcht der olle Glubscher. Und jetzt? Da oben. Dann. Ja, und dann? Da, dahin? Ja, ja, da und da und da. Und hüpf. So. Und so. Und so. Bam, präzise. Oh, immer näher, immer näher. Da. Oh, 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 oh. Er hat gerade geguckt. Zum Glück hat er nichts gesehen. Ich konnte das jetzt nicht gut erkennen. Er hat zwar schön dahin geleuchtet, aber ich konnte es nicht gut erkennen. Vielleicht einfach da zwischen den Felsen durch. Wir uns machen. Hier, so und so und. Ah, da, 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 da. Ja. Oh. Gut, 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 gut. Gilt denn Drehen auch als Bewegung? Das frage ich mich so ein bisschen. Mal ein bisschen umgucken ist an sich nicht schlecht. Oh, oh, da irgendwie. Ach du je. Ja. So und oh, so und dahin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yes, you did it. Yes. You're awesome. I knew you had it in you. That was close. We had made it through, and I felt like nothing could stand in our way of finding Fred. I'm freaking awesome. Okay. Und führ dahin. Es ist wieder Zeit für einen kleinen Folgencut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.